Hallo, liebe Zwillinge, herzlich willkommen zur Monatslegung für das Zwillinge-Kollektiv im Mai. Ja, und allen Zwillingen erstmal, die im Mai Geburtstag haben, wünsche ich an dieser Stelle schon einmal Gottes Segen fürs neue Lebensjahr. Eine gute Zeit, sehr viel Glück und Freude, Erfüllung, ja, und gute Wege durch und mit den Energien. Ja, hab vielen Dank für all eure Abos, Likes, dass ihr da seid, dass ihr wieder oder neu mit dabei seid. Und mal wieder der Hinweis, das Abo für alle, die es nicht wissen, ist kostenlos, völlig kostenlos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr verbindlich einfach auch dabei seid. Das wirkt sich hier einfach auch natürlich ein Stück weit aus. Dann sind eure Energien verbindlicher dabei und findet ihr da auch stärker Resonanz. Und natürlich tut es mir einfach auch gut, also dem Kanal vor allem, ja, dass er nicht untergeht im Algorithmus von YouTube, ja, wo leider dann oftmals eher die Quantität eine Rolle spielt, mehr als die Qualität oder ob etwas hilfreich ist, ne? Ja, nicht nur unterhaltsam. Ja, schauen wir mal hinein in die Energien für den Monat, für das Zwillinge-Kollektiv. Es ist eine allgemeine Legung, ne? Schaut, wie ihr in Resonanz geht, Zeit ist fließend. Beachtet gern auch euer Mond, Venus, Mars und Aszendentzeichen. Schaut in die Legungen mit hinein und ja, ich möchte es gerne mal sagen, seid herzlich eingeladen auch natürlich zu den Wochen- und Tageslegungen. Da habt ihr natürlich dann noch intensivere Begleitung auch, ja. Ja, aber schauen wir erstmal hier, was wir für Impulse bekommen aus dem Diva-Heldin und Göttinnen-Orakel, passend zur ja, Venus-Zeit jetzt im Stier sozusagen. Und da wollten sich zwei zeigen. Zum einen die Schöne. Eine Blume denkt nicht darüber nach, ob sie schön ist. Sie ist es einfach. Es gibt keine hässliche Blume auf dieser Welt. Du bist wunderschön, so wie du bist. Oh, und das ist doch ein tolles Geschenk einfach auch diesen Monat. Ja, darfst du vielleicht auch mit aufblühen, aus Selbstzweifeln vielleicht auch rauskommen. Ja, denn ne, wenn so etwas angesagt ist, dann scheint es ja vielleicht nicht ganz so klar für sich selbst zu sein. Ja, entdecke dich da auch vielleicht mit deiner eigenen Schönheit, ja. Lass dich dazu einladen, deine Besonderheit zu entdecken. Ja, ja, mach dich einfach auch schön, ja. Tu dir selber wohl, ja, und wertschätze dich auch, ne. Achte dich selber auch, so wie du bist. Schau dich einfach vielleicht auch selber mal im Spiegel an. Was macht dich besonders aus? Welche Schönheit entdeckst du da, ja. Äußerlich, innerlich. Ja, und dann haben wir hier noch die Unabhängige. Ja, vielleicht macht deine Schönheit auch sehr die Unabhängigkeit aus, ja. Oder ja, mach dich da einfach auch unabhängiger von dem, ja, vielleicht, was vielleicht einfach auch andere sagen, was der Trend der Zeit ist. Hab keine Angst, allein zu reisen, ja, real oder jetzt so fürs Leben insgesamt, ja, in Sachen Partnerschaft. Hab keine Angst, allein zu reisen. Die schönsten Begegnungen und ungewöhnlichsten Bekanntschaften machst du, wenn du frei und unabhängig deinen Weg gehst. Ja, weil du dann nicht als besetzt giltst, als schon vergeben, ja, als ja, geprägt. Kann ich sehr bestätigen. Eine Freundin eben auch jetzt lange Zeit allein lebend, hat diese Erfahrung auch immer wieder gemacht. Ne? Auch das, es hat sie schon auch innerlich bewegt, ne, allein zu reisen. Aber was sie da auch oft erlebt hat, das ist unvergleichlich. Ja. Ja. Entdecke einfach auch ja, die Besonderheit des Unabhängigseins, die Schönheit, ne? Auch dieser Zeiten vielleicht alleine, gerade in partnerschaftlichen Dingen. Ne? Ja, auch die Schönheit vielleicht in, das kann ja auch berufliche Unabhängigkeit sein, ja, vielleicht
Gibt es für dich eine Besonderheit, mit der du dich unabhängig machen möchtest? Ja. Hab keine Angst. Geh deinen Weg. Ja. Ja, die Segenskarte, Engelkarte, die haben wir dann zum Schluss. Oh, hier noch die Liebesbotschaft. Ja, und das kann auch erstmal nur für dich selber eine Botschaft sein. Aber natürlich auch für Liebespartnerschaften, Thema Liebe oder sonstige Beziehungen. Ja. Abwarten. Überstürze nichts. Lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Ja. Naja, es ist ja eben oft die Sehnsucht da, ne? Möglichst in Partnerschaft zu gehen, gemeinsam unterwegs zu sein. Das hat seine eigene Qualität, ne? Seine eigene Schönheit. Aber ja, genieße einfach auch deine Zeit allein, ja? Mit dir, dich selber auch kennenzulernen, auch in bestimmten Situationen und Zusammenhängen, Beziehungen kennenzulernen, ja? Du bist Zwilling eigentlich. Na, ist dir das von Natur aus auch so ein Stück weit mitgegeben, in dir selbst auch schon Gemeinschaft zu finden, anregenden Austausch, Interesse, ja. Schauen wir mal, wie sich das noch weiter zeigt jetzt hier, konkretisiert mit Lenormand und Tarot. Gib noch einmal deine Energie hinein. Und wir werden dann in der Fortsetzungslegung das große Lenormand-Blatt wieder haben. Und hineinschauen. Und ja, hier haben wir die drei Karten der Überschrift sozusagen schon einmal angezeigt. Ja, auch aus dem Tarot bekommen wir dazu noch Impulse. Ja, was haben wir hier? Womit starten wir? Ja, die Eulen, so ein bisschen Stress, Hektik, na, innere Unruhe, Unzufriedenheit, ja, vielleicht auch Klatsch und Tratsch, von dem, ja, du dich vielleicht auch äußerlich, ja, vielleicht auch beeinflussen lässt. Na. Vielleicht macht das Warten, ne, gerade auf eine Partnerschaft oder auch eine berufliche Partnerschaft oder wie sich etwas entwickelt. Ne. Auch vielleicht solche Dinge wie ja, selber abnehmen oder irgendwie trainieren, Body Styling und so weiter. Vielleicht bereitet das auch so ein bisschen Unruhe, Stress, wie sich das alles entwickeln wird. Na, aber hier kann ja so grundsätzlich sehr viel Unruhe und Stress angezeigt sein. Vielleicht auch Verliebtheit, ja. Ja, vielleicht verliebst du dich in dich selber auch wieder ganz neu, aber ja, vielleicht auch in jemand anderen, ne? Ja, vielleicht hast du hier auch mehrere Angebote, gerade auch, ne? ja, weil mehrere deine Schönheit entdeckt haben, ne? Zwei der Stäbe haben wir hier. Na, und das können mindestens zwei Optionen sein, zwei Partner, aber auch zwei Entwicklungsoptionen, die hier zur Verfügung stehen. Ja, bereitet das eben schon auch innerlichen Stress. Ne? Wofür entscheide ich mich? Ja, möchte ich so weitermachen wie bisher oder einen neuen Weg einschlagen? Ja, Unabhängigkeit vielleicht, ne? Ja, was wird sich auftun in Sachen Partnerschaft vielleicht, auch in Sachen Beruf? Ja, es gilt hier weise zu entscheiden. Ja, es wird hier noch nicht gleich eine Entscheidung möglich sein, aber ja, darfst du hier in aller Weisheit dir die Möglichkeiten auch anschauen, egal ob es jetzt Partner sind, Liebespartner oder berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung, ja, auch des Umgangs mit bestimmten Themen, eben wie zum Beispiel Abnehmen oder ja, Haarfarbe auswählen, wie auch immer, ja. Ja, da darfst du vielleicht auch manches ausprobieren. Ja, bist du eingeladen dazu, dir die ganze Bandbreite und Möglichkeit anzuschauen, ne, bewusst zu machen,
Ja, da hineinzuspüren in die Energien. Ja. Ja, vielleicht gibt es hier tatsächlich auch Veränderungen, berufliche Veränderungen. Ja, wo zur Möglichkeit steht, ob du dich vielleicht sogar unabhängig machst, ne? Selbstständig, im Sinne von selbstständig oder das, von verschiedenen Seiten Anfragen an dich herangetragen werden, vielleicht auch innerhalb eines Arbeitsumfeldes, dass dir da eine neue Aufgabe auch anvertraut wird, zugetraut wird, aufgrund deiner Weisheit einfach auch. Schau es dir in Ruhe an, ja. Wähle weise, ja. Aber hier gibt es die Eröffnung eines Weges, ne? Neuer Wege auch. Ja. Ja, und da kommt Transformation hinein, ne? Eben so wie das, also du triffst hier, wie es aussieht, ganz gut dann auch deine Wahl, ne? So wie das eine zu Ende geht, beginnt etwas anderes natürlich, ne? Ja, hängst du jetzt hier vielleicht auch noch so ein bisschen zwischen den Stühlen? Das kann zum Beispiel einfach auch sein zwischen Arbeitslosigkeit und Start eines Berufes zum Beispiel. Ja, zwischen dem Abklingen einer alten Beziehung, ja, und Hineinkommen einer neuen oder nur des Weges mit dir selber. Die Mäßigkeit, ja, auch da spielt die 2 eine Rolle, die Balance, ne? Ja, für den Stress, vielleicht auch beruflichen Stress oder Entscheidungsstress, Verliebtheitsstress kommt hier ein Wandel hinein, ne? Eine Mäßigung, eine Mäßigkeit. Die Temperamente gleichen sich aus, ne? Eben was da so aufwühlend war, erhitzend war, beunruhigt hat, ne? Das kommt hier ein Stück weit auch in Mäßigung, ne? Wird ein bisschen runtergekühlt. Ja, vielleicht gibt es hier eben auch Gespräche miteinander, ne? Von Herz zu Herz, die so manches auch klären. Vielleicht tatsächlich auch das Ende, ja, einer Beziehung, einer beruflichen Laufbahn klären. Vielleicht unterstützen dich auch Freunde in der Entscheidung mit und ja, tust du dir insofern einfach erst einmal auch Gutes, indem du ja ganz konzentriert einfach auch weitergehst, ne? Dir mit dir selber wieder auch in Harmonie und Balance kommst, ne? Ja. Denn die Mäßigkeit, das ist so die Heilungskarte der beiden Pole, entweder ineinander, ne? Oder auch zwischen 2 Parteien, ne? 2 Energien, ne? Ja, da kommt heilvolles Miteinander auf den Weg, ne? Also findest du hier entweder auch deine Entscheidung, wie du weitermachst, ne? Oder kommst für dich selber einfach auch mehr in Ruhe, freundest dich an, einfach auch mit deinem eigenen Weg, mit dir selbst, mit deiner eigenen Schönheit auch, ja. Ja, guck mal. Und da gehst du entweder wirklich einen Herzensweg dann weiter, ne, in Sachen vielleicht Unabhängigkeit, Beruf schlägst. Also du wählst das, was dir einfach auch entspricht, ne, was dir wohltut, was dir von Herzen wichtig ist, auch in der Liebe, ja. Ja, wandelt sich hier vielleicht auch Verliebtheit dann hin zur, ja, starker Liebe. Ast der Münzen, ja, da gibt es eine Chance in der Liebe auch, ne, für ein Herzensprojekt, ja, entsprechend den Herzensweg zu gehen, ne? Da wird etwas real, ne? Gehst du es vielleicht wirklich auch an, zum Beispiel eben dich selbstständig machen, ne? Holst es in die Realität, ja, vielleicht wirst du hier auch sehr unterstützt von anderen, ne? Aber hier gibt es eine ganz reale Chance, die möchte aber auch genutzt werden, ne?
Denn gerade das ist beim Ass der Münzen eben auch wichtig, dass wir die Chance nutzen, etwas daraus machen. Ganz greifbar, ganz real sozusagen. Ne? Und es nicht an uns vorüberziehen lassen. Ja? Ja, das kann in der Liebe sein, in einem Herzensprojekt. Vielleicht bekommst du hier na, tatsächlich auch eine Stelle angeboten, zum Beispiel beruflich gesehen, ja, die dir ganz entspricht. Ne? Dann ergreif diese Chance einfach auch. Ja, ja ne, schätze dich auch selber. Ne? Liebe dich selber. Ne? Schätze dich. Komm damit in Stärke. Ja, die Sterne. Hier geht es um Klarheit, Wunscherfüllung. Ne? Kommt das hinein? Klarheit und Wunscherfüllung. Ne? Auch die Klarheit über den eigenen Weg. Ne? Ja, dass der einfach auch geführt ist. Ne? Ja. Vielleicht gibt es hier eben auch von der göttlichen geistigen Welt her ganz starke Heilimpulse, ne? Es ist ja eine große Arkana, insofern die göttliche geistige Welt steht hier bei der Mäßigkeit sehr im Hintergrund. Ne? Hab da auch Geduld, ne? Du bist gesehen, gehört, ja, geh da auch ins Vertrauen zur göttlichen geistigen Welt und warte ab. Es zeigt sich eben alles dann entsprechend. Ne? Ja, nein, erst schauen wir hier noch an die Unterseite. Ach, der Schwerter. Naja, das kann schon sein, dass dann einfach auch vieles an Botschaften zukommt, vieles zu erledigen ist. Ja. Also ach, der Schwerter ist nicht nur Gedankenkarussell, Gedankenkreisel, ne, sondern ja, das kann einfach für Erledigungen einfach auch stehen. Ne. Für Botschaften, für Kommunikation. Ja, vielleicht gibt es da viel dann einfach auch zu regeln. Naja, ist für manches vielleicht einfach auch noch nicht so ganz der Durchblick dann vorhanden, wie es weitergeht. Ne? Vielleicht bist du hier auch sehr mutig, ergreifst du sehr mutig eine Chance, etwas in die Tat umzusetzen, ne? Beruflich, liebesmäßig, für dich selbst. Und kommst dann doch so ein bisschen ins Grübeln und Zweifeln, ob das jetzt so recht war. Ne? Bleib da im Vertrauen, geh in die Intuition, ja? Folg deinem Herzen. Hab keine Sorge, dass du da nicht vorankommst, ne? Ja, sondern ja, bleib da im Vertrauen auch zur göttlichen geistigen Welt. Ne? Ja. Das ist wichtig bei den acht Schwertern. Ne? Sie hat verbundenen Augen. Sie kann eigentlich nur auf ihr Herz hören. Und ja, hat aber eben auch die Kraft, sich selbst aus diesem Gedankengefängnis zu befreien. Ja, indem sie ihre Sachen ganz konkret auch angeht, oder? Ne? Ja, das ist jetzt nicht nur, ja, nicht nur eine weibliche Energie. Ganz im Gegenteil, die Schwerter sind eher männliche Energie. Also, ne, vielleicht ist manches zu regeln, aber die Intuition letzten Endes wird den Weg weisen. Ja? Auch ganz im Sinne von der spirituellen Führung, die hier mit den Sternen angezeigt ist. Doppelte Energie, die 8 und die 16. Ja, ja. Da kommt Klarheit hinein, aber nicht verstandesmäßige Klarheit, sondern innere. Ja. Ja, was haben wir hier? Den Engel der Entscheidung, der segnet dich, begleitet dich. Entscheidungen gehören zum Leben dazu. Ne? Ja. Meistens sagt uns unser Bauchgefühl, was richtig ist. Ja, die Intuition. Vertraue darauf, dass dein Engel dir zur Seite stehen wird, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen. Die Botschaft deines Engels: Hör auf dein Herz. Dann wirst du mit Sicherheit den richtigen Weg einschlagen. Ja, wenn das nicht passend ist.
Wahnsinn, ich bin immer wieder begeistert auch. Ne? Ja, hör auf dein Herz. Ich bin gespannt, was sich noch zeigt, denn in der Fortsetzungslegung im restlichen Lenormand-Platz seid sehr herzlich eingeladen dazu über den Link in der Infobox. Und ja, ansonsten seid sehr herzlich eingeladen zu Abo und Like, Teilen des Videos. Wenn ihr denkt, es könnte jemandem auch so weiterhelfen, ne? Ja, dann teilt das Video auch sehr gern. Und ansonsten bis ganz bald. Alles Liebe, eure Tara von Tarot Rainbow.